So, weiter geht's heute in der Liga. Quatsch, nicht in der Liga, im Copa España, Viertelfinale, ja. Huesca. Eigentlich ist es Rayo Vallecano, das kommt danach, das Spiel. Oh, tut mir leid, Real. Wollte die 50 Millionen nicht zahlen, ne? Bleibt das Spiel halt bei mir. So, jetzt gehen wir mal kurz noch schnell mal den Deadline, den noch wieder reinhauen. Den ich auch in der letzten Folge noch machen kann, aber ist egal. Hätte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also mal kurz gucken, ob wir irgendwas, wie viel haben wir denn noch? 70.000, brauchen wir gar nicht drüber nachzudenken. Wenn jetzt kein absolutes unmoralisches Angebot mehr reinkommt, machen wir es so. So, Via Libre. Monaco. Abgelehnt. Wie gesagt, wenn jetzt nicht so mal irgendwas Dramatisches passiert. Williams wird nicht wechseln, den habe ich nämlich auf Block. Da passiert nichts. So, Thema Deadline Day durch. Nächstes Spiel, wie gesagt, Huesca. Wir haben einige Spieler da so ein bisschen nicht zu 100% fit, aber ist nicht weiter tragisch. Wie gesagt, ich kann ja ein bisschen rotieren. Das heißt, Sainz darf wieder von Beginn an. Diesmal für Muniain. So, Remiro rutscht mal in den Stamm. Rodriguez rutscht mal auf die hintere rechte Seite ausnahmsweise. So, Aventador und Sanchez dürfen heute mal von Beginn an ran. Und das wird Nunez. Und ansonsten brauche ich jetzt erstmal nicht zu rotieren. So, Huesca. Williams ist heute im Mittelpunkt, denn der hat in den letzten drei Partien drei Tore gemacht. Kann er heute daran anknüpfen? Gleich geht's hier los, live bei EA Sports. Wir begrüßen Sie aus dem El Alcoraz. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie ganz herzlich an den Mikrofonen. Und heute steht hier das Viertelfinale dieses Wettbewerbs an. Huesca gegen Athletic Bilbao. Die Gäste sind der Favorit, was den Einzug in die nächste Runde angeht. Da machen wir uns nichts vor. Aber im Fußball haben wir das schon oft erlebt, dass es ganz anders kommt. Von daher erstmal abwarten. Iñaki Williams dürfte heute sicher einer der wichtigsten Spieler sein. In den letzten drei Spielen drei Tore gemacht. Also da würde ich schon mal von einem Lauf sprechen. Und es würde mich nicht überraschen, wenn der Name auch heute wieder auf der Anzeige steht. Da haben wir die Aufstellung von Huesca. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen. Ist eine eher klassische Anordnung. Glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Sie wählen heute das 4-4-2 mit Raute mit. Das heißt, genau da im Mittelfeld wollen sie viele Akzente setzen, wollen viele schnelle Vorstöße einleiten und hoffen, die Abwehr in Probleme zu bringen. Das war der Anstoß. Spiel läuft.
Na dann, auf geht's. Wir wollen ins Halbfinale. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball, klasse. Und Huesca möchte natürlich uns ein bisschen ein Schiffchen schlagen. Mal gucken, ob sie das hinkriegen. In der letzten Runde wurde es ja verdammt knapp, also im gestrigen Match. Da ging es ja bis in die Verlängerung und wo wir es dann am Ende doch noch gut gemacht haben. Jetzt ist er auf und davon macht Platz ist frei, Ramiro. Hab dich. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Ramiro heute mal von Beginn an, statt Kepa. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Oh, wow, wow. Ja, scheint wohl, als bisher hätten wir gerade ein bisschen mehr Probleme. Aber sagen wir. Da ist die Chance. Ball ist nicht drin. Super Aktion, gut geklärt. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Handspiel. Er hat sich für Liverpool entschieden. Das kann man ihm nicht verübeln. Das ist Fußball 3. Entschuldigung. Ach, ganz ehrlich, ich freue mich unglaublich für ihn. Ich glaube tatsächlich, der Wechsel wird ihm richtig gut tun. Wow, also die werden uns gerade so ein bisschen vor Probleme stellen. Sie gehen sehr gut drauf, sehr früh drauf vor allen Dingen. Oh ja, war auch verhindert, das 0:1. Hältst du doch. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Villarraja. Ah, der könnte durchgehen, der geht doch durch. Ramiro und 0:1. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Wow. Ja, wie gesagt, es scheint wohl gerade so ein bisschen die Probleme zu machen. Und so schlecht sind die gar nicht. Die gehen drauf. Wir werden Riesenprobleme kriegen gerade. Hier in den. Wir sind Titelverteidiger. Wir wollen ins Finale. Wollen ja ins Finale oder ins Viertelfinale. Wir müssen also schauen. Borja. Schön durchgesetzt. Borja. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Sie können nicht klären. Flanke kam, aber die kam nicht durch. Wichtiges Tackling hier. Ja, ein bisschen was. Das ist eine Torchance. Gute Ballführung. Und das will Majoral, nein. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Den fangen sie ab. Ball geht durch. Da ist er im Abseits. Frage, gibt es im Viertelfinale schon das Rückspiel oder ist es jetzt im Halbfinale? Und da ist der Ball wieder weg. Aber erstmal will ich hier mal gucken, ich will trotzdem weiterkommen. Aber wie gesagt, Huesca, die machen uns gerade so ein bisschen. Aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss klar. Williams, 1:1. Zumindest mal. Mal, was entscheidend für das Tor ist. Er setzt sich unglaublich gut durch. Lässt die komplette Abwehr einfach stehen und sich den Treffer natürlich nicht nehmen. Zumindest mal der Anschluss, der Ausgleich.
Und am Ende sind sie dann doch immer doch nochmal durchgekommen hinten. Und dann hast du auch die Chance, machst du auch die Tore. Gerade wenn du da vorne einen hast, der Williams heißt. Gute Balleroberung. Oh ja, so Ball. Gib ihm. Oh ja, so Ball, weiter. Gute Aktion, Ball bleibt hängen. Flanke kommt nicht durch, weil da einer aufpasst. Ecke in den Strafraum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da kommt der Schuss. Abgeblockt, Nunez. Wieder abgeblockt. Ball geht absolut zum Gegner. Eine Minute gibt's oben drauf. Jetzt dieser gefährliche Steil. So, warte mal, ist kein Abseits. Vielleicht die Gelegenheit zur Führung bei diesem Eckball. Ecke kommt in die Mitte. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Elfmeter noch! Boah, das ist bitter für USK. Es ist eine Minute angezeigt. Wir sind jetzt bei 4 drüber. Wir sind jetzt in der 45 plus 5. Und es ist ein Handelfmeter. Die Chance hier in Führung. Keeper wird nach rechts gehen, von mir aus gesehen. Und damit führen wir am Ende noch. Bitter für USK, ganz bitter, die waren nicht komplett drin in der Partie. Die führt nicht ganz unverdient. Und am Ende ist es die Qualität. Halbmeter, Williams in der 45. plus 5. Wie gesagt, eine Minute war drüber war angezeigt. Und der Trainer Habert, ey Leute, die letzte schon längst abpfeifen müssen hier. Ja, am Ende ist es dann wurscht, wie es aussieht. Hauptsache wir führen. Ich nehme es mit. Ich würde mich auch drüber aufregen, wenn es so wäre. Wenn es so lange laufen lassen würde. Und wenn wir uns die Reaktion der Fans anhören, dann müssen wir schon sagen, die Szene von Halbzeit 1 war der Elfer. Absolut. Strittige Entscheidung, enge Kiste, aber ich glaube, es war die richtige. Den muss er so pfeifen. Elfmeter war richtig, ja. Die Situation, die links war bitter. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Die Situation war halt bitter. Super Kopfball, aber gehalten. Klasse Aktion von beiden mit dem besseren Ende für den Torwart. Viel Platz jetzt auf außen. Gut durchgesetzt, gefährlich. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. So, also Hauptsache wir führen. Am Ende ist es dann wurscht wie. Alles ist hier bereit für Hälfte 2. Bilbao führt knapp. Wir gehen wieder rein in dieses Spiel. Hauptsache wir führen. Es ist mir am Ende wurscht, wie ich weiterkomme. Wie gesagt, allein schon im letzten Spiel war es ja ein egal wie, Hauptsache weiter. Wie jetzt sieht es nicht anders aus. Die Szene geht weiter. Und wenn sie noch! Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen kleinen. Mal aus dem Rückraum drauf. Klappt leider nicht. Da ist der Ball erstmal raus. Bocha. Schönes Dribbling hier. Williams mit der Chance. Nicht Williams, Bocha war's. Gefährlich werden können. Für uns, Frage? Ja. Sanchez. In Kürze geht's weiter. Das nächste Spiel der La Liga Santander steht an für. Kommt nicht wirklich in Position. Ja, Huesca ist jetzt nicht mehr so mega druckvoll wie noch in der ersten Partie. Der Elfmeter, klar. Der Zeitpunkt wird extrem bitter. Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Ach, der ist nicht gut. Der Zeitpunkt natürlich extrem bitter.
Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Und der Schiedsrichter lässt richtigerweise laufen. Das ist eine gute Sache. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel. Boah, kein. Durch den Foul nicht zu stoppen. Das muss es was sein. Da ist das Tor. Und er knallt den humorlos um ins Knäck. 1:3. Geht der Ball etwas höher, springt er so an die Latte, dass er nicht reingeht. Aber hier vom Querball ins Tor. Jo. Immer der weniger späte Rache für den Jeff in die letzte Runde. Da ging nämlich der Ball ja auch über die Querlatte ins Tor. Jetzt genauso. Nur diesmal ein bisschen deutlicher. Und es steht 1:3. Und ich hoffe, dass wir jetzt zu Wesker ein bisschen den Zahn gezogen haben. Also 3:1. Das 3-1. Aber es ist doch irgendwo ein bisschen die Qualität, die sich durchsetzt. Carillo. Sandro. Aber ich muss sagen, nach der ersten Halbzeit, vor allem nach dem Rückstand, habe ich gedacht, Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Aber wie gesagt, noch ist das Ding nicht durch. Wir haben noch Zeit. Und auch hier machen sie kein Tor. Da wundert einen der Rückstand nicht mehr, oder Buschi? Nee, überhaupt nicht. Bei der Abschlussschwäche ist klar, dass sie nicht mehr rankommen. Majoral. Er ist frei, da kann was draus werden. Weil das 1:4 wäre wichtig gewesen, um dann endgültig die Ball, das Spiel auf die Siegerstraße zu bringen. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Euer Sabal. Ah, das. Da ist er da und hat die Flanke. Versuch war nett, aber. Wenn es klappt, Tor des Jahres, wenn es klappt, halt nicht immer. Spieler vorbei. Da haben sie die Chance. Majoral, und jetzt ist es 1:4 und jetzt muss es eigentlich durch sein. 75. Minute, 1:4 Atletico. Athletik, Entschuldigung, das ist die Bilbao. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Lücke. Majoral. Ja, wie gesagt, schon mal durch. Jetzt dürfte es eigentlich mehr oder weniger. Und es gibt natürlich. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Carillo. Die holen sich den Ball. Athletic Bilbao ist die spielbestimmte Mannschaft, zeigt sich natürlich auch an der Ballbesitzquote. Und auch die Torgefahr ist da, das ist alles sehr zielstrebig, die Führung im Moment verdient. Boah. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Williams. Jetzt ist Platz für den Konter. Williams. Heute 1:5 wäre jetzt auch noch dabei gewesen, aber wie gesagt, ich kann ja jetzt ein bisschen durchrotieren. Warte mal, wollen wir was ausprobieren? Jetzt kann man ja ein bisschen mehr oder weniger mal. So. Und da fehlt dann am Ende nicht viel. Das sah gut aus, was sie da gemacht haben. Das können sie, das haben sie drauf. Jetzt haben wir mal kurz durchrotiert. Beziehungsweise jetzt passieren die Wechsel. Klare Sache hier, 4:1, kurz vor dem Ende. Zeit also, auf die nächste Partie zu schauen. Der kommende Gegner von Athletic Bilbao. Maurice. Das ist die Chance. So wird das nichts mit dem Pro. Ja, jetzt haben wir den 6. Gegner der Rayo Vallecano in der Liga. Müsste später Nummer 23 sein. Timor. Sandro. So, Spielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten drauf. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Zubeldia grätscht das Ding jetzt aus. Sandro. Das macht er sicher. Mit Ramiro.
Die Gäste sind durch. Die Gäste sind weit. Hauptsache in der nächsten Runde. Der Jubel ist natürlich groß. Das sah fast schon mühelos aus. Alles im Griff. Ich bin gespannt, was für Sie in diesem Wettbewerb noch möglich ist. Ja, so sind wir durch. Wie gesagt, allein in der ersten Halbzeit hat Tuesca sehr, sehr, sehr gut gemacht. Kriegen natürlich ein blödes Gegentor noch vor der Pause. Und ich glaube, der Elfmeter, der hat ihn auf den Zahn gezogen. Der tat natürlich extrem weh. So, am Ende ist es wurscht. So. Am Ende ist es eh wurscht, wie. So, jetzt gucken wir mal nach Barcelona in der nächsten Runde, Real in der nächsten Runde, Espanyol in der nächsten Runde und wir ebenfalls. Also vielleicht wir im Halbfinale wieder auf Barca, Real oder Espanyol. Wobei ich muss zugeben, wenn ich meinen Gegner aussuchen dürfte, wäre es natürlich wahrscheinlich Espanyol. Das wäre doch der leichteste Gegner Richtung Halbfinale. Und dann wird es wahrscheinlich einer von den großen beiden. Also entweder wird es Real oder Barcelona. Vermute ich mal in der Richtung. Aber gucken wir mal. So. Gucken wir noch schnell. Wer es wird. Das ist bestimmt schon safe. Cool, Copa de España. Es ist tatsächlich der leichteste Gegner der Gruppe. Es ist tatsächlich das Halbfinale gegen Espanyol und Barcelona. Aber ich glaube, das ist dann mit Hin- und Rückspiel. Und dann treffen wir im großen Finale auf Real. Würden wir im Finale auf Real oder eben jenen Gegner oder Barcelona sprechen, treffen. Gut. Wieder ein bisschen Kohle gemacht. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann geht's gegen Rayo Vallecano auswärts in der Liga. Spieltag Nummer 23. Bis dahin und tschüss.